Ich dachte ja, das wird nichts mehr, aber endlich ist es soweit. Es gibt eine Fandom-Besetzung von Pokémon Training Card Game 2. The Invasion of Team Grr oder GR oder wie auch immer ihr es nennen wollt. Eigentlich heißen sie ja Team Great Rocket. Und ja, in dieser Version vom Pokémon Training Card Game wird das Team Rocket Set eingeführt. Und noch viele weitere Karten, die wir hier teilweise gar nicht kennen. Und ja, ich habe mir bewusst dieses Spiel für mein 1000. Video ausgesucht. Für mich selbst war mein Training Card Game Let's Play eines meiner liebsten Let's Plays, weil ich halt auch so ein riesiger Fan des Pokémon Training Card Games war und immer noch bin, auch wenn ich es jetzt nicht mehr so wirklich sammle oder spiele wie damals. Aber gerade der erste Teil für den Game Boy Color hat immer einen besonderen Platz in meinem Herzen. Leider, wirklich leider, leider, wissen viele Leute das Pokémon Training Card Game als Game Boy Spiel nicht unbedingt zu schätzen und sehen es als überflüssig an. Und fragen sich, warum es das Spiel überhaupt gibt. Wobei das gar nicht so schwierig ist, das Spiel wurde einfach gemacht, um die Popularität des Trading Card Games weiter in die Höhe zu steigen. Also, man muss nicht wirklich Einstein sein, um das herauszufinden. Jedenfalls, mein 1000. Video, Pokémon Trading Card Game 2. Die Fanübersetzung ist endlich da. Das haben wir alles einem gewissen Arti zu verdanken, so nennt er sich. Und bitte keine Fragen, ob ich euch den Link zu dem Spiel schicke. Eine schnelle Google-Suche wird euch bestimmt helfen, wenn ihr auch dieses Spiel spielen wollt. Fangen wir mit einem neuen Spiel an. Und hula, wir können auch hier jetzt endlich aussuchen, ob wir ein Junge oder Mädchen sein möchten. Ich würde ja gerne das Mädchen ausnahmsweise nehmen, weil ich finde ihren Charakter ziemlich cool designt. Aber da dieser Teil ja an das vorherige Trading Card Game für den Game Boy Color anknüpft, nehmen wir den Jungen. Are you a boy or a girl? I'm boy. Und mein Name ist, ja, erstmal Zeichen auswählen, die meisten von uns verstehen können. Genau wie das letzte Mal und wie in wirklich allen meinen Pokémon-Let's Plays, Nagi. Ist das okay? Yep. Und los geht's. Es fängt direkt an, nachdem wir halt die Großmeister im letzten Teil besiegt haben. Nagi liebt es, Pokémon-Karten zu sammeln. Nagi ist zu dieser Insel gekommen, um die legendären Pokémon-Karten zu bekommen. 8 Clubmeister haben den Weg zu den Großmeistern bewacht. Und die 4 Großmeister schützten die legendären Pokémon-Karten. Nach vielen Kartduellen konnte Nagi endlich die Großmeister besiegen. Die 4 legendären Karten kamen endlich in seine Sammlung. Dann, eines Tages, ist etwas Furchtbares passiert. Er hat sie auf eBay verkauft, für 2 Euro das Stück. Nein, das, was wirklich passiert ist, ist viel, viel schlimmer. Ein Zeppelin fliegt über die Insel und saugt alle Pokémon-Karten aus den Clubs. Wow, wenn das nicht mal eine epische Story ist. Bleibt nur zu hoffen, dass wir davon verschont bleiben. Eine mysteriöse Gruppe greift plötzlich an. Sie nannten sich Team Great Rocket oder GR. Ich nenne sie einfach jetzt GR. Team GR hat die Clubs der Insel angegriffen und hat alle Karten gestohlen. Und oh nein, auch wir bleiben nicht verschont. Wow, 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 meine Karten, meine legendären Karten! War jetzt alles aus dem letzten Spiel umsonst? Selbst Nagis Karten wurden gestohlen. Ja, ich merke es, ich drehe mich immer noch wie so ein Kreisel durch die Gegend. Du musst sofort Dr. Mason darüber informieren. Gehen wir schnell zu Dr. Masons Lab. Labor. Ja, ich kann ja losgehen, wenn ich mal endlich aufhöre, mich zu drehen. Wow, ist mir schwindelig. Also schnell zu Dr. Mason, der sich mal ganz stylisch die Haare im Blau gefärbt hat. Und Ronald ist auch wieder dabei. Scheinbar hat er seine Niederlage letztens endlich verkraftet. Wow, wenn das mal nicht Nagi ist. Erinnerst du dich an mich? Du kommst mir irgendwie bekannt vor. Ich meine, ich habe vor ein paar Sekunden noch irgendwas über dich gesagt, aber ich komme einfach nicht drauf. Ich bin's, dein ewiger Rivale Ronald. Ach so, na dann bin ich ja im Bilde. Nagi, hast du irgendwelche Pokémon-Karten noch? Ach, Team Great Rocket hat sie alle gestohlen? Ich informiere mich besser mal und werde dir einen Schritt voraus sein. Übrigens, ich glaube, Dr. Mason möchte mit dir sprechen. Nun, wir sehen uns, Nagi. Ja, das trifft sich ja gut, denn ich muss auch mal mit ihm sprechen. Oh Gott sei Dank, du bist sicher, Nagi. Es ist furchtbar. Eine Gruppe, die sich Team Great Rocket nennt oder Team GR, hat die Insel überfallen. Alle Clubs wurden überfallen, einer nach dem anderen. Alle Karten wurden gestohlen und viele Clubmitglieder wurden gekidnappt.
Team Girard hat auch die legendären Karten von den Großmeistern gestohlen. Ja, und von mir anscheinend auch, denn ich habe sie ja letztens mal erst mühsam bekommen. Bitte hilf uns, die Karten zurückzubekommen. Ja, hier, ruf die Polizei und dann machen wir das so, oder ich muss es machen. Natürlich. Ich danke dir, Nagi. Nun, da sie all deine Karten haben, brauchst du ein Ersatzdeck. Sonst kannst du ja nicht gegen andere kämpfen. Hier, nimm dieses Deck. Zum Glück wurde es nicht gestohlen. Ja, das Einzige, was nicht gestohlen wurde auf der ganzen verdammten Insel, ist ein langweiliges Starterdeck. Das wird uns bestimmt helfen auf unserem langen Weg. Du kannst außerdem diesen Minicomputer mitnehmen. Der Minicom, ein wahrlich nützliches Gerät. Dieser Minicomputer ist ein nützliches Werkzeug, das dir hilft, deine Karten zu organisieren. Du kannst dann deine Kartencollection überprüfen, Mails checken und weiteres. Und wir können Decks an die Maschine schicken, an die Deck-Record-Maschine. Ich zähle auf dich, jede Karte zurückzubekommen, Nagi. Und du speicherst mal eben das Spiel für mich. Dankeschön, dann wollen wir doch mal gucken, unser Status, ja, was hat unser Status zu sagen? Wir haben eine Scharnierer-Münze und 18 verschiedene Karten. Das ist nicht unbedingt viel. Unser Deck ist das Starter-Deck, welches wie folgend ausschaut. Ein Feuer- und Kampfdeck mit Glumanda, Glutexo, Fukano, Ponita. Ich will jetzt nicht alle Pokémon einzeln vorlesen, aber wollen wir doch mal kurz einen schnellen Blick drauf werfen. Bill ist natürlich auch wieder mit dabei, der Retter in der Not, wie immer. Und ja, jetzt geht's daran, Karten zu sammeln. Wir wissen ja, wie das Spiel funktioniert. Für die, die nicht wissen, wie das Pokémon Trading Card Game läuft, das werde ich dann bei dem ersten richtigen Duell erklären. Nagi, warte, ich war doch gerade auf dem Weg. Warum konntest du mir das nicht vorhin sagen? Sei vorsichtig, Team GR ist strong. Ist stark. Ich sollte nicht Deutsch und Englisch gemischt reden. Bist du sicher, dass du noch mit den Regeln des Trading Card Game vertraut bist? Ja, ich habe ein komplettes Let's Play von dem Spiel gemacht. Nagi, was ist ein Let's Play? Das werde ich dir später klären, jetzt muss ich aber los. Und ja, wenn ich mehr Informationen brauche, dann werde ich die ganzen vielen Kollegen hier ansprechen. Aber das brauche ich erstmal nicht. Jetzt steht natürlich die Frage offen, in welchen Club gehen wir zuerst? Nun. Ich bin erstmal um Ishiaras Sicherheit besorgt. Der mittlerweile seine eigene Musik bekommen hat. Wuhu. Nein, ich bin nicht wirklich um seine Sicherheit besorgt, aber einfach mal gucken, was er so macht. Vielleicht möchte er auch mal wieder tauschen. Guten Abend, mein Name ist Ishiara. Und ich tue gerade so, als ob ich dich noch nie gesehen hätte. Ich liebe es, seltene Pokémon-Karten zu sammeln. Allerdings scheint Team GR alle Karten gestohlen zu haben. Team GR hat somit jeden Club dicht gemacht und die Challenge Hall. Ist Alamann okay? Ja, anscheinend nicht, wenn ihnen gewaltsam ihre Pokémon-Karten entrissen worden sind. Liegt es also an mir, die Karten zurückzubekommen? Nur, wo fange ich an? Gehen wir doch mal in den Wasserclub, der seinen Eingang jetzt ein bisschen verlegt hat. Ach, und Ronald ist auch schon hier. Yo, wenn das nicht Nagi ist. Yo, wenn das nicht Ronald ist. Es ist ernst, Nagi. Dieser Club wurde übernommen. Hier ist eine Person namens GR3, die Herausforderung annimmt. Ein weiterer, GR Nummer 1, ist anscheinend gerade im Rockclub. Im Steinclub. Ich habe kaum Karten, um ein Duell austragen zu können. Sag, warum machen wir nicht den Cardpop? So kriegen wir jemals eine neue Karte. Komm schon, probier was aus. Jo, eines der wenigen Spiele, die den Infrarotport des Game Boy Color genutzt haben. Der Cardpop, ähnlich wie das Geheimgeschehen. Jeder kann eine Karte bekommen. Vielleicht bekommen wir eine super, mega gute Karte. Vielleicht aber auch ein wertloses Stück Dreck, wie ein Carpador oder sowas. Aber gucken wir mal. Wollen wir hoffen, dass etwas Gutes dabei rauskommt. Ein Bisasam. Okay, ist jetzt nicht total schlecht, aber es kann nicht mal Schadenspunkte zufügen. Und es kann erste Hilfe. Wenn dieses Pokémon irgendwelche Schadensmarken hat, entferne eine. Nicht besonders sinnvoll. Und das verteidigende Pokémon ist vergiftet. Nicht so schlecht, aber so 10 Schadenspunkte dazu noch wären doch ganz gut gewesen. Okay, dann speichern wir jetzt die Daten, damit wir das bloß nicht wiederholen können. So oder so, ich kann noch nicht Team GR besiegen. Nagi, bitte schau sobald du kannst im Steinclub vorbei. Ich schaue mir die anderen Clubs an und gucke, ob ich weitere Informationen finden kann. Bis dann! Ronald, bist du es wirklich? Du bist auf einmal so nett!
Und sieh sich das mal an! Jeder Club ist auf einmal ein bisschen individuell gestaltet. Und hier ist anscheinend nicht mehr viel los. Und ist das nicht Joshua? Mein Name ist Joshua. Ich bin der Einzige aus dem Club, der noch frei ist. Dank des Clubmasters Amy konnte ich entkommen. Amy, Sarah und Amanda wurden alle gefangen. Du musst uns unbedingt helfen, Team GR zu besiegen. Ja, das habe ich ja vor. Und er hat die Mädchen gefangen. Okay, das werde ich nicht zulassen. Und möchte ich gegen dich kämpfen? Nein, denn mein Deck ist nicht unbedingt dafür vorgesehen, dass ich gegen dein Wasserdeck antrete. Du bist nicht stärker, wenn du Angst vor dem Verlieren hast. Ja, das ist ja gar nicht das Problem, aber ich habe halt keine Karten, mit denen ich überhaupt eine Chance gegen dich hätte. So, und was ist denn jetzt hier los? Oha, alle gefangen. Hallo, könnt ihr noch ein bisschen durchhalten? Ich werde mich um die Angelegenheit kümmern. Ich bin GR Nummer 3 von Team GR. Der Wasserclub ist unter meiner Kontrolle. Wirf nur einen Blick auf den Pool. Schau dir meinen Harem an. Sieh dir nur diese Clubmitglieder an. Sarah, Amanda und Clubmaster Amy. Yummy, yummy. Aber Joshua ist entkommen, dieser kleine Wicht. Ach komm, du hast ihn doch entkommen lassen. Wer möchte schon so einen Kerl in seinem Harem haben? Aber warum bist du hier? Willst du etwa die Mädels befreien? Na gut, wenn du mich besiegen kannst, dann werde ich sie befreien. Möchtest du gegen GR Nummer 3 kämpfen? Ich habe wohl kaum eine andere Wahl. 6! Wir werden um 6 Preise spielen! Und wir werden direkt in unseren ersten Bosskampf reingeworfen mit neuer, famoser Kampfmusik. Karten werden gemischt, Karten werden gezogen und ich hätte besser die Textgeschwindigkeit erhöht. Jetzt ist es dafür ein bisschen zu spät. So, die Regeln sagen, ja. Wir haben nur ein einziges Pokémon, das wir einsetzen können. Evolutionen dürfen wir nicht direkt spielen. Wir müssen immer mit Basis-Pokémon anfangen und da habe ich gerade nur Glumanda. Glumanda ist jetzt nicht wirklich schlecht, aber das alleine wird mich nicht besonders weit bringen. Zumindest habe ich einen Trank, Feuerenergie und ansonsten Kampfenergie. 6 Preise werden platziert. Derjenige, der zuerst alle Preise gezogen hat, hat gewonnen. Und der Münzwurf wird entscheiden, wer anfängt. Mal gucken, vielleicht. Es wäre doch ganz schön. Mein 1000. Video wäre es doch schön, wenn ich direkt einen Kopfwurf habe. Und? Nein. Anscheinend ist es dem Video egal, oder dem Spiel ist es eher egal, dass ich mein 1000. Video feiere. Und GR Nummer 3 fängt schon gut an. Und das ist auch neu, man sieht, wenn Gegner sich freuen oder wenn sie sich aufregen. Und der Fire Punch bekommt mir gar nicht gut. 20 Schadenspunkte. Und wenn ich jetzt nicht bald noch ein weiteres Pokémon ziehe, ist dieser Kampf schon ganz schnell gelaufen für mich. Ein Potion habe ich auf meiner Seite, aber das ist auch nicht wirklich viel. Und Kratzer, selbst wenn ich gleich meinen zweiten Angriff einsetzen kann, werde ich mindestens 3 Angriffe brauchen, um Magma zu besiegen. Ansonsten hat er auch noch ein paar Pflanzen-Pokémon. Gegen die könnte Glumanda gut anstinken, aber momentan muss ich mich halt mit Magma beschäftigen und der wird so schnell nicht verschwinden. Und wenn ich nicht in der nächsten Runde ein Basis-Pokémon ziehe, dann ist dieser Kampf ganz schnell gelaufen. Ganz schnell die Glut ansetzen. Vielleicht habe ich ja Glück und er möchte sein Pokémon aus irgendwelchen mir nicht erklärlichen Gründen wechseln, aber ich zweifle ehrlich gesagt daran. Oh, er freut sich nicht. Warum guckst du so, wenn du dein Myrapla gerade zu einem dunklen Duflo entwickelt hast? Ja, die gibt es jetzt auch in diesem Spiel. Dunkle Pokémon. Pokémon, die unter Einfluss von Team Rocket stehen. Und jetzt will er mich auch noch verwirren. Ganz schlecht. Irgendwie habe ich nicht mehr besonders große Hoffnung für diesen Kampf. Oh, Rattratz, mein Retter der Not. Ich bin so froh, dass du da bist. Bitte, besiege alle Gegner im Nu für mich.
Naja, es ist besser als gar nichts, ne? Bleibt nur zu hoffen, dass der Kratzer jetzt trifft, ansonsten habe ich garantiert verloren. Ja, ich würde mal sagen, ich habe garantiert verloren. Magma wird garantiert Radfratz in die Pfanne hauen. Da müsste ich schon irgendein ganz besonders gutes Pokémon jetzt ziehen, damit ich diese Situation irgendwie noch drehen kann. Feuerpunch, 20 Schadenspunkte, das verkrafte ich gerade noch soeben. Und jetzt ist die Frage, was ziehe ich? Eine magische Karte, die Rettung in der Not. Und das ist Glumanda. Nicht unbedingt die pure Erlösung jetzt, aber ich gebe mich damit zufrieden. Also, schnell eine Energie für dich. Und zumindest Magma kann ich noch besiegen. So, dann wollen wir mal gucken, welcher Preis bringt Glück. Am besten einer, der ein gutes, starkes Basis-Pokémon ist. Oder ein Glusexo. Wäre auch nicht schlecht. Oder eine Feuerenergie. Die kann ich natürlich auch gebrauchen. Und anscheinend hat GR Nummer 3 jetzt nur noch Pflanzen-Pokémon. Und wieso greift er nicht an? Braucht er so viel Energie, um anzugreifen? Mal gucken. Wo haben wir denn mal nochmal den kompletten Überblick? Ah, genau. Pinsir braucht. Okay, er braucht zwei Pflanzenenergiekarten. Dann würde ich mal sagen, wir geben Glumanda diese schöne Feuerenergie. Ziehen Radfratz kostenlos zurück. Glumanda in die Arena, habe ich von Glutexo gesagt. Ich bin gerade ein bisschen. Und Glut. Eine Feuerenergie muss dafür abgelegt werden, aber das nehme ich gerne in Kauf. Denn ich kann dieses Pinsir aufgrund seiner Feuerschwäche mit einem Schlag ins Jenseits befördern. Eine weitere Preiskarte, eine weitere Feuerenergie, das heißt eine weitere Glutattacke. Und Owei soll nicht der Retter in der Not sein. Und er möchte mich schon wieder mit der Poképower vom dunklen Dufloor verwirren, was er auch mal ganz eben locker geschafft hat. Ansonsten greift er an, beendet er den Zug ohne anzugreifen, meine ich. Und, haha, Glutexo. Nur ist es für die Evolution noch ein bisschen zu früh. Aber belassen wir es einfach nochmal dabei. Dann kann ich mich auch nicht selber angreifen. So kann ich also Glumanda eine weitere Kampfenergie geben. Und durch eine Evolution werden ja alle Statusveränderungen aufgehoben. Yay, jetzt wo ich ein Macholo habe, kann ich es auch dann zu Machoke weiterentwickeln. Und Schlitzer, los! Und wow, ich bin ja total überrascht. Dieser Kampf, der total auswegslos erschien, ist auf einmal doch nicht mehr so total unmöglich. Es sieht sogar ziemlich gut aus. Ich glaube, ich kann gewinnen. Oh, und bei ihm scheint es wohl nicht gut zu laufen. Nein, es läuft allerdings nicht gut, wenn du überhaupt nicht angreifen kannst. Ach ja, ich gebe mal nochmal Macholo in Energie. Sicher ist sicher. Und auch Murapla ist besiegt und ein weiterer Preis geht in meine Hand. Ein weiteres Macholo. Mein Deck ist echt nicht besonders spannend. Wollen wir mal gucken, ob Tangela sich ein bisschen mehr Mühe geben kann. Oh, aber Lavados. Man kann sehen, der erste wirkliche Gegner im Spiel und er setzt schon einen Lavados ein. Das auch direkt mal Energie bekommt. Jetzt wäre ein bisschen Feuerenergie doch nicht schlecht, weil da könnte ich auch mal Flammenwurf zweimal einsetzen und nicht nur einmal. Für Tangela reicht natürlich auch der Schlitzer, aber Lavados braucht da doch ein bisschen mehr.
So, links oder rechts, links oder rechts. Ich nehme die rechte Karte und es ist ein weiteres Glumanda. Warum nicht? Vielleicht habe ich auch noch ein weiteres Glutexo. Oh, und bei ihm läuft es nicht. Oder vielleicht doch. Er hat Pollen Stench. All die blöde Fähigkeit, die mich verwirrt. Nein, lass es sein. Wirf mal eine Zahl. Warum wirft er immer Kopf? Anscheinend ist diese GR-Münze manipuliert. Und eine Feuerenergie? Nein, ein Macholo natürlich. Das bringt mir jetzt natürlich gar nichts, weil Lavados hat bestimmt Kampfresistenz. Yep, Kampfresistenz. So, dann wollen wir mal zu Trick 17 greifen. Tauschen wir! Denn durch einen Tausch wird auch die Statusveränderung aufgehoben. Und da Radfratz sich umsonst wieder zurückziehen kann, kann Glutexo sofort wieder in die Arena. Und Lavados hat 80 KP. Oh, da kann ich ja doch Flammenwurf einsetzen und dann Schlitzer. Der legendäre Feuervogel wird durch Feuer vom Himmel geholt. Ironie des Schicksals. Oh, und Professor Eich. Wenn irgendjemand die Situation nochmal komplett ändern kann, dann ist es er. Und da hat er natürlich was zu strahlen. Vor allem, wenn er noch einen Bill hat. Glumanda, und willst du wechseln? Ich sehe, ja, du wechselst. Gut, dann brauche ich unbedingt eine Feuerenergie. Ich möchte diesen Kampf jetzt nämlich ganz schnell beenden. Und Heula! Nein! Senkt meine Angriffskraft nochmal um 10 KP. Es sei denn, ich würde wechseln, aber ich habe halt kein gescheites Pokémon, zu dem ich jetzt wechseln könnte. Also muss ich dreimal Schlitzer einsetzen, weil Glumanda wird wahrscheinlich jetzt jedes Mal Heuler einsetzen. Das wäre natürlich jetzt gar kein Problem, wenn ich eine Feuerenergie ziehen würde. Was natürlich nicht passiert, ich bekomme nur eine nutzlose Kampfenergie. Soll Macholo die ruhig mal nehmen. Und für Glutexo gilt mal wieder Schlitzer. Und jetzt wird gewechselt. Ich sehe es kommen. Er wechselt jetzt sein Pokémon. Nein, du weißt schon, dass das jetzt überhaupt nichts bringt. Weil ich trotzdem noch 20 Schadenspunkte zufüge und ich dein Glumanda da trotzdem besiege. Ne? Ich werde das sogar mit einem Flammenwurf besiegen, weil ich jetzt einfach die Feuerenergie bekommen habe. Viel zu spät mal, wie immer. Aber das soll mich nicht stören. Diesen Kampf habe ich gewonnen, nachdem es auch anfangs ganz schlecht für mich aussah. Alle Preiskarten gezogen. Alle Preise für mich. Und die Entscheidung. Was kann es da für eine Entscheidung geben? Ich gewinne und GR Nummer 3 ist am Ende. So, ich habe dich besiegt. Lass nun die Clubmitglieder frei. Ha, du hast also gewonnen. Dann werde ich also mal von dann ziehen. Ach, und nimm diese Supidupi Booster Packs. Oh, nett, ein Team Rocket Päckchen. Mal gucken, was haben wir denn da drin? Ein dunkles Diktri. Ein dunkles Kadabra. Ein dunkles Blitzer. Dunkel, dunkel, dunkel. Alles depressive Pokémon. Und Carpador ist sowieso depressiv. Und eine Trankenergie. Ja, es gibt auch jetzt ein paar spezielle Energiekarten, die besondere Nebeneffekte haben. Jetzt ist es ein Trading Card Game überhaupt nichts Neues mehr, aber damals fand ich es ziemlich cool, dass es Energiekarten gab, die noch einen anderen Effekt haben. Und ein, ich würde jetzt mal sagen, Fossil-Päckchen. Mit einem, wow, interessant gezeichneten Quappo. Ansonsten ein ziemlich durchschnittliches Päckchen, aber Shigi ist dabei, hey! Wenn ich jetzt nur noch ein paar weitere Shigis, Shilloks und Turtoks bekomme, dann könnte ich mir wieder ein Regentanzdeck aufbauen. Ich werde die Clubmitglieder befreien aus ihrem Käfig. Auf geht's! Grrrr! Genau, so öffnet man Käfige mit Grrrr! Glaub nicht, du hast schon gewonnen!
Ich habe immer noch den Feuerclub unter meiner Kontrolle. Ich werde dort auf dich warten, Kind. Allzu lange wirst du nicht warten müssen. Ich werde bald dort sein. Mein Name ist Amy. Ich bin der Wasserclub-Master. Danke, dass du das Team GR-Mitglied besiegt hast. Hier, nimm dieses Deck als Belohnung für deinen Sieg. Es sollte dir helfen. Juhu, das heißt, es gibt auch weitere neue Karten für uns. Punish Deck. Das ist auch für dich. Die Wassermünze. Ja, die, wir sammeln hier gar keine Medaillen mehr. Wir sammeln jetzt Münzen, die wir auch ausrüsten können. Ich habe keine Ahnung, ob die spezielle Effekte haben oder ob die uns mehr Glück bringen. Aber ich habe die Scharniere-Münze satt. Ich nehme die Stami-Münze gleich. Es ist ganz gut, deine Münze zu wechseln zu deiner Stimmung. Gia Nummer 3 sitzt im Feuerclub. Sei vorsichtig. Ich weiß, dass du es schaffen wirst, Nahagi. Ich werde mir die größte Mühe geben, aber jetzt zuerst mal in die Konfiguration. Die Textgeschwindigkeit mal volle Kanne. Duell-Animationen an. Münzwurf-Animationen an. Und die Window-Farbe. Fensterfarbe. Nehmen wir Blau, denn Blau ist schön. Und unsere Coins. Coins, Coins, Coins. Und werfen wir doch mal einen Blick auf unsere Minicom. Vielleicht erinnert euch ja noch, im ersten Teil hat einem Dr. Mason ab und zu mal über den PC Kartenpäckchen geschickt. Jetzt können wir Kartenpäckchen jederzeit erhalten über die Mailbox. Und 5 Mails habe ich, wo wir immer Informationen zu gegnerischen Decks bekommen. Nur sind die meist nicht besonders nützlich, deswegen werde ich sie auch nicht unbedingt vorlesen. Wichtig ist nur, oh Moment mal, Ronald schickt uns was. Mit einem netten Smiley. Okay, Ronald schickt uns nichts, aber Dr. Mason hat doch bestimmt was für uns. Ein Geschenkpäckchen. Mit Energiekarten. Ja, nicht besonders spektakulär, aber von Energie können wir natürlich nie genug haben. So, wo sind denn noch ein paar Päckchen? Genau hier. Mit einem Bibor. Nicht besonders gut. Ein Nidorino, Kingla, Tangela, Energiesuche. Und ein paar neuen Pokémon-Karten, die nicht im ersten Teil dabei waren. Ein neues Bisasam und ein neues Blutzuck. Ansonsten alles altbekannt. Dann ist es ja hier wieder friedlich. Nur das hier, das solltet ihr noch vielleicht wegmachen. Sieht nicht so gut aus. Also dann auf zum nächsten Club. Und Ronald, was machst du denn schon wieder hier? Hast du was Neues herausgefunden? Yonagi, hey, das ist doch mal ein fettes Grinsen. Allerdings, GR Nummer 3 ist fürs erste Mal ausgeschaltet. Dieser GR Nummer 3 Typ ist ja mit wahnsinniger Geschwindigkeit hier rausgerast. Er hat ein paar Karten fallen lassen. I'll take this lost idol. Ah, Booster Pack. Und hier, du kannst dieses Päckchen haben. Ein Legends Booster Pack. Dann wollen wir doch mal hoffen, dass dort eine legendäre Karte bei ist. Ein Electek. Keine Holo-Karte, aber eine wahrhaft gute Karte für ein Elektrodeck. Damals war es so gesehen Pflicht, dass in jedem Elektrodeck ein Electek dabei ist. Ansonsten haben wir Nidorina, Magma, Plus Power, eine sehr gute Karte. Und der Rest ist eher mittelprächtig. Aber danke für die Wasserenergie. Yeah, bleib in dem Rhythmus und besiege die GR-Mitglieder. Ich werde dir mit weiteren Booster-Packs helfen, wenn ich welche finde. Wir sehen uns! Jetzt, wo wir auch ein weiteres Deck haben, kann ich mir das ja auch mal anschauen. Das GR Nummer 3 Punish Deck. Bestehend aus Feuer- und Wasser-Pokémon. Enthalten sind Vulpix, Volona. Boah, gar keine so schlechte Auswahl. Shigi und Schlock sind auch dabei. Natürlich nicht die Shigi und Schlock, die wir schon kennen. Nein, das hier sind neue Karten. Ich kann nicht genau sagen, ob ich sie besser oder schlechter finde als die alten. Zumindest hat das Shigi mehr KP. Und dieses Schlock, naja, es kann nicht ganz so viel Schaden zufügen, aber es braucht auch nur 2 Energiekarten dafür. Oh, und Garolas ist dabei und Polenta! Polenta, Polenta und Professor Eich, und das scheint mir ein ziemlich gutes Deck zu sein. Wollen wir das doch gleich mal ausrüsten. Nächstes Ziel also, der Feuerclub. Wow, und hier geht's jetzt noch heißer her als letztes Mal.
So, Leute, wie sieht's aus? Habt ihr irgendwelche Informationen für mich? Hey, hey, hey! Ich habe ein großes Problem, Baby! Nenn mich nie wieder Baby Punk, ja? Ich will eine Karte tauschen, aber ich habe überhaupt keine mehr übrig. I suppose it's... Ja. Aber es sieht so aus, als ob du Karten hast. Ich suche nach einem Flamara, Level 28. Hast du zufällig eins? Ich tausche es gegen mein seltenes Morty Level 14. Was sagst du, Mann? Ich sag dazu gar nichts, Mann. Auf deinen Deal verzichte ich. Dankeschön. Falls du es nicht gemerkt hast, ich muss einen Club retten. Ne, denn auch hier sind mal wieder alle gefangen. Wenn du gewinnst, kriegen wir vielleicht unsere Karten zurück. Und auch der Clubmeister ist hinter Schloss und Riegel. Ich habe gehört, du hast GR Nummer 3 im Wasserclub besiegt. Seitdem ist er hierher gekommen und wartet auf dich. Du kannst gewinnen, ich weiß es. Viel Glück, Nagi. Ich werde es versuchen. Hey Mann, Nagi. Ich musste so lange auf dich warten. Ja, ja, ja. Oh, schon wieder das nächste Duell? Nein, 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 nein. Jetzt schon? Dafür ist es noch ein bisschen zu früh, oder? Ich meine, wir haben noch so viele Clubs, in die wir gehen könnten. Wie sieht's eigentlich im Pokémon-Dom aus? Hat der sich irgendwie großartig verändert? Oh, man sieht, die Tür ist offen. Und wer bist du? Du bist keiner der vier Großmeister. Das ist richtig. Team Great Rocket hat den Pokémon-Dom übernommen. Die Großmeister wurden eingefangen und nach GR Island gebracht. Sobald wir fertig sind hier, wird jede letzte Karte dort sein. Pokémon-Karten sind an euch doch total verschwendet. Wir nehmen all diese Karten, alle eure Decks und sperren sie für immer weg. Team GR wird bald alle Karten auf der ganzen Welt haben. Wow, ihr seid richtige kriminelle Masterminds, ich muss schon sagen. Alle Pokémon-Karten zu stehlen, Wahnsinn. Diese Tür ist für dich nicht zugänglich. Nur ein Großmeister kann sie öffnen und die sind nicht hier, weißt du? Aber bin ich nicht so gesehen jetzt auch ein Großmeister? Ich meine, im letzten Spiel habe ich sie besiegt. Anscheinend nicht. Anscheinend sind meine Rechte alle verflogen, jetzt wo meine Karten alle weg sind. Aber egal, ich habe schon wieder eine neue Minicom-Nachricht. Nur leider ohne Karten. Ah, Dr. Mason, das muss besser werden. Komm schon, du hast doch bestimmt in irgendeiner Schublade noch Karten. Aber okay. Es heißt, wir sollen in den Feuerclub gehen. Gehen wir also in den Feuerclub. Und fordern GR3 ein weiteres Mal heraus. Allerdings erst nächstes Mal. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei, wenn es mit dem Trading Card Game 2 weitergeht. Ich jedenfalls bin froh, dass ich dieses Spiel endlich Let's Playen kann. Vor allem, dass ich es endlich verstehen kann. Und ich bin froh, dass das hier mein 1000. Video ist. Ich wollte eigentlich ein ganz spezielles Video dafür machen, aber das war ziemlich zeitaufwendig. Aber ich habe die Idee noch nicht verworfen. Das wird dann halt, denke ich mal, ein anderes Abo-Spezial. Jedenfalls, 1000 Videos sind geschafft. Ich danke euch allen, vor allem die schon seit Anfang an dabei sind. Aber auch alle anderen, die vielleicht erst seit kurzem meine Videos gucken. Ich hoffe, wir haben weiterhin eine tolle Zeit zusammen. Und dass ich vielleicht mal wieder ein bisschen häufiger was hochladen kann. Aber bei Trading Card Game 2 müsste ich eigentlich ein bisschen motivierter sein, denn ich liebe dieses Spiel und Leute, die mein Unboxing zu dem Spiel gesehen haben, wissen, wie lange ich auf der Suche nach diesem Spiel war, weil es halt nie hier erschienen ist. Es erschien nie außerhalb Japans. Und, tja, ich bin froh, es endlich Let's Playen zu können. GR Nummer 3, wir sehen uns das nächste Mal. Ich gebe mir nochmal auf die Klappe, also, bis dann, Leute!